Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen kurzen Video von mir. Ihr wisst ja mittlerweile, dass ich versuche, euch alles mitzuteilen, was in der Destiny Community passiert. Und heute ist es mal wieder soweit. Die Destiny-Welt steht Kopf. In einem Promotion-Video der Firma Prologue Films entdeckte ein Destiny-Fan einen bisher unbekannten Clip. Prologue Films hat in Destiny die Einleitungsfilme für verschiedene Erweiterungen gemacht. Darunter Dunkelheit lauert, Haus der Wölfe und König der Besessenen. Der ganze Clip, der 34 Sekunden dauert, wurde leider entfernt. Ein paar kurze Szenen von dieser Zwischensequenz habe ich aber für euch und die möchte ich euch zeigen. Der Clip hat aber keinen Ton. Ich weiß nicht, ob diese Zwischensequenz vielleicht noch nicht vertont worden ist, aber ich werde einfach Musik von mir dazu einblenden. Also Clip ab und wir hören uns gleich wieder. Aber was ist überhaupt in diesem Clip zu sehen? Eine Möglichkeit ist, dass wir die Entstehung eines Vex-Goblins beobachten können. Ein Vex-Update gab es ja seit der Gläsernen Kammer nicht mehr. Also könnte es sehr wohl möglich sein, dass dieses ein Intro von der Gläsernen Kammer hätte werden sollen. Eine zweite Theorie ist, dass es eine verworfene Erweiterung ist. Einige unter euch kennen sicher das geleakte Bild, wo man die Pläne für die Zukunft von Bungie sieht. Das ist mittlerweile schon ein bisschen älter und wir wissen, ganz so ist es nicht gekommen. Aber auf diesem Bild sieht man, dass Bungie eine neue Erweiterung mit den Vex machen wollte. Also vielleicht gehört es zu den verworfenen Plänen von Bungie. Lasst mir ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr denkt, was ihr für Theorien dazu habt. Und bitte sagt mir auch, ob ihr in Zukunft auch weiterhin Interesse an solchen Videos habt oder ob ich das lieber lassen sollte. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Andy Edition is back.